Auto ist gewaschen, gerade noch tanken gewesen und jetzt geht's auf zum Meet the Ring, das Event von Drehmoment. Da wird natürlich ein großes Spektakel. Startziel ist alles voller Autos, das Fahrerlager ist voller Autos, da wird man so einige Leckerchen sehen. Eine Driftshow ist angesagt. Ja, natürlich Händlermeile, Shisha-Bar, alles Mögliche. Also da kann man schon auf jeden Fall einen coolen Tag verbringen. Ja, ich bin sehr heiß drauf. Ich lasse einfach mal die Cam ein bisschen mitlaufen. Ja, parallel dazu war auch das Frühschicht-Event vom Porsche Experience Center Hockenheim. Deswegen kommen jetzt auch die ganze Zeit Porsches entgegen. Das ist nämlich schon vorbei. Boah, ist der eine Supra? Boah, geile MK4 Supra. So. Ich sehe schon wieder die nächste MK4 Supra vorne an der Schranke. Also da werden wir heute einiges zu sehen haben. Es ist natürlich ein markenoffenes Treffen, aber ich denke, der Japaneranteil, der wird sich auf jeden Fall hier sehen lassen können. Haben wir noch ein STI hier links. Hi. Dankeschön. Alles durchorganisiert mit Bändchen und Parkschein. Sehr gut. Hallo, Show oder Main Area? Main Area. Ah, jetzt sind wir auch schon gleich auf dem roten Teppich, da wird ein kleines Foto gemacht. Oh, ich bin gerade angekommen und jetzt werde ich meinen Weg erstmal zum Drifterfahrerlager bahnen. Hammer, mega! Ich wollte gerade sagen, hier sind ja sowieso noch BMW und Japaner und da kommen hier einfach zwei Foxbody Mustangs an. Also wie geil ist das denn? Das sieht man wirklich auch nicht alle Tage. Geht's hier direkt mal los mit zwei heftigen Autos. Außergewöhnlich, W208 CDK. Mercedes trifft er allgemein, sieht man kaum. Dann hier den Z3 mit einem Mörderkompressor. Oh, schöner R32. Ja, guckt euch mal dieses Bodykit an, wie heftig das aussieht. Boah. Daneben schöner E30. GT86 wurde auch immer beliebt am Driftsport. Ein E46 direkt daneben. E46 Pickup. Was ist das denn? Also für Leute aus der Szene mag das Auto bekannt sein. Ich sehe es tatsächlich zum ersten Mal. Crazy, aber lustig. Ich meine, wo kann man noch so einen Scheiß machen, wenn nicht im Driftersport? Also da ist ja sowieso alles egal eigentlich. Da kann man ja wirklich die verrücktesten Ideen auf den Markt bringen. E30, ja auch mal mit Sidepipes. Ja, vom Driftsport natürlich nicht wegzudenken. Hier der Lenkwinkel. Das ist schon brutal. Aber dadurch können die Jungs halt so einen verrückten Winkel fahren. M50 Turbo. So, ich rede jetzt mal über die Musik. Hoffe, das wird nicht gesperrt. Haben wir hier die zwei Foxbody Mustangs. Richtig cool. Auch sehr, sehr beliebte Drifter-Autos. Hier in Deutschland natürlich eher rar. Aber hin und wieder trifft man sie trotzdem mal. Boah. Guckt euch den Lack an. Jetzt im direkten Sonnenschein sieht man natürlich die Flakes hier. Aber das eigentliche Highlight an dem Wagen neben dem Lack ist nämlich der 1JZ-Motorswap. So, und zu guter Letzt noch mein Highlight hier aus dem Drifterfahrerlager, nämlich die PS13. Das ist für mich hier Driften pur. Der Spoiler, das Design, das gesamte Bodykit, das Auto sieht einfach Bombe aus. Natürlich der Sturz vorne darf nicht fehlen. Mega. Ja, da freue ich mich schon, die später in Aktion zu sehen. Man kann auch hier mitfahren. Ich glaube, 50 € kostet das, dann kann man hier eine Runde mitfahren. Ich weiß zwar nicht wie viel, aber die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Naja. Das war jetzt erstmal hier das Drifterfahrerlager. Ich gehe jetzt mal in Richtung Treffen, schauen wir, was wir da so finden. Aber ja, schon mal cool, die Autos hier so aus nächster Nähe sehen zu können auf jeden Fall. Da kann man auch gut was lernen. Das hier ist auch Teil der Main Area. Gucken wir mal direkt.
Ein schöner Block bei STI. Die Jahres-GR hat ja auch eingeschlagen wie eine Bombe. Sieht man überall mittlerweile, also am Nürburgring, beim Slalom, auf der Straße, überall. MK5 Super, auch super angekommen. Da bin ich auch jetzt mal gespannt auf die Handschalter-Variante. Die bleibt ja beim Z4 leider aus. Würde mir natürlich auch wünschen, dass da was kommen würde, auch in Richtung Z4 Coupé. Da kann man aktuell nur hoffen. Ich bin ja auch ein riesen Fan von der Corvette C6. So viel Auto für so wenig Geld. Ein Mega-Auto, also gute Grassport, hat ja 430 PS aus dem LS3 Motor. Man sieht auch hier ein bisschen anders die Karosserie. Man hat ja auch von der ZL1 Teile verbaut. Ich glaube sogar die Motorhaube, die Frontstoßstange. Aber hier und da auch Ein- und Auslässe. Hebt sich natürlich optisch von der normalen C6 ab. Aber selbst eine Basic C6 ist so ein cooles Auto für, wie gesagt, so einen überschaubaren Preis. Kann man da schon ein solides Fahrzeug bekommen. Der Innenraum ist natürlich sehr amerikanisch. Sehr geil, 6-Gang. Man hat hier auch eine Launch Control. Aber ja, das ist natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen. Noch ein bisschen amerikanisch das Ganze. Da hat man mit der heutigen C7 oder C8 natürlich einen ganz anderen Standard. Aber was ein Auto. So viel Auto für so wenig Geld. Passat R36, auch ein verdammt cooles und crazy Auto. Aber daneben für mich natürlich ein Träumchen. Der 33 GTST steht super clean da. Ja, das ist ja auch so ein Auto, was ich sehr lange auf der Agenda hatte. Also natürlich der Traum, der große Dream, der R34 GTR Wiesbeck im Midnight Purple 3, den wir ja auch auf der ersten Motorshow gesehen haben. Aber ja, was für Preise da sich mittlerweile entwickelt haben, das ist nicht mehr lustig. Auch für R34 GTT zahlst du mittlerweile 40.000 bis 60.000 Euro, je nach Zustand. Und so ein R33 GTS, der war vor ein paar Jahren noch echt erschwinglich, hast du für unter 20 teilweise bekommen. Und da hast du ja auch den RB25 Motor drin, zwar nicht den RB26, aber der RB25 macht genauso Spaß. Da kannst du wirklich viel mitmachen. Du hast einen Heckantrieb, was ja zum Driften auch besser ist. Vor 5 Jahren oder so hat das Preis-Leistungs-Verhältnis noch echt gestimmt bei den Wagen, aber mittlerweile werden die auch so teuer. Sehr schade. Civic Type R FK8. Wir haben hier auch einen Vollkäfig verbaut. Hier mit der vertikalen Strebe. Oh. Ein Wagen, den ich auch schon länger kenne, von einem Kumpel Miles. Mann, was eine Schönheit. R34 GTR am Bayside Blue. Mann, was ein geiler Wagen. Nebenbei noch ein paar Eindrücke sammeln. Hier GT86, noch ein Block bei STI. Ein Eclipse. Noch ein NA. Aber noch ein paar Supis. R34 GTT. Schöner 370 Nismo. Aber ich folge mal dem R34. So, da haben wir ihn, ein R34 GTR. Haben wir hier natürlich den wunderschönen RB26 und direkt daneben der Most JDM BMW, den es gibt. Das ist natürlich voll im Drifter-Design. Super schön, richtig geil auch hier das ganze Bodykit, aber vor allem die Schweller, die hauen natürlich rein. Bright-Sitze mit Takata-Gurten, anders darf es natürlich auch nicht sein. Mann! Das ist wirklich 90er Jahre Japan pur. Z4 im Fast and Furious Supra Design. Vielleicht ist es auch angelehnt daran, weil das ja baugleich oder auf der Basis zur Supra entstanden ist, das Auto. Ein Jahres-GR im WRC Design. Super geil, auch mit dem Wing da hinten da. Celica, GT4, ein Testarossa. Geht es gerade weiter hier mit dem GTR, mit Liberty Walk Breitbau. Nehmen wir mal den MR2 von RHD, auch wirklich krass, alles eingetragen. Gut, ob der eingetragen ist, weiß ich nicht, aber crazy auf jeden Fall. Durch der LC500 vom Chris, vom Inhaber. Coole Farbe auch. Aber der Testarossa ist auch, boah, was ein Knaller. Haben wir den R33 GTR, Rocket Bunny Breitbau. Habe ich auch schon in Karlsruhe ein Tuning-Treffen gesehen. Das Ding ist wirklich laut wie Sau. Krass, muss man auf jeden Fall wollen. Muss man wollen, weil es geht genauso
So zum Beispiel, schön funktionell, mit Semis drauf, mit den NS2R. Auch sehr, sehr schön. Sieht man ja in Gelb auch kaum. Ein wunderschöner GTR Nismo haben wir hier noch stehen. Aber ein richtiges Highlight ist für mich der Toyota Crown. Ich liebe die Autos wirklich. Gibt es ja auch schon ewig das Fahrzeug. Es handelt sich hier um einen Crown Athlete. Ist natürlich auch auf Luxus ausgelegt, aber von den ganzen Trimpaketen, die es gibt, so auch der sportlichere mit Automatik, da kann man wirklich entspannt durch die Gegend blubbern. Sieht man ja auch drin. Holzverkleidungselemente, hinten Scheiben abgedunkelt. Das ist schon auf jeden Fall ein Luxus-Cruiser. Wie die meisten VIP-Limousinen es ja auch mal waren, ob es jetzt der Celsior ist oder auch ein Toyota Aristo. Das war ja nie ausgelegt, irgendwie, um damit mal zu driften oder so, sondern halt wirklich luxuriös unterwegs zu sein. Das ist schon wirklich geil. M4 CSL. Ich muss mal hier ein bisschen weggehen. Die Musik ist so laut überall, die dröhnt einfach nur. Ich gehe mal über die Startziel. Ein Blobeye STI Spec C Type RA. Wunderschönes und limitiertes Auto. Ich habe den Besitzer schon in Karlsruhe kennengelernt auf dem Treffen. Ja, da haben wir hier noch die schöne Plakette. Ja, wirklich, glaube ich, eins der seltensten Autos hier auf jeden Fall. Haben wir hier noch Toyota Celsior, quasi das Gegenstück zum Lexus LS400. Auch natürlich Luxus-Limo mit schönem V8-Sauger. Massive Arrow, krasses Ding, also gute Frage, ob das eine Sonderanfertigung ist oder wie das zustande kommt. Gut, sieht man auch hier, wird an den vier Schrauben dann befestigt in der Karosse, also das ist halt safe und Show and Shine Ding. Sowas kriegst du niemals eingetragen. Sieht man auch, der Stock-Spoiler ist noch hier, kannst du auch hier unten anbringen, also das wird nur eine Show and Shine Modifikation sein. Da erstmal hier in Good Old Germany, bisschen eingeschränkt, aber krass, ich bin tatsächlich beim ersten Moment dran vorbeigelaufen. Obwohl das hier wahrscheinlich der fetteste Spoiler auf dem ganzen Gelände ist. Hier noch ein S203. Also auch diese jährliche Special Edition vom STI, den es ja gibt, da habt ihr das S203. Sieht man auch zum Beispiel am Spoiler, der Innenraum ist auch anders. Da ist halt überall so rote Nähte oder andere rote Akzente. Tatsächlich, ich habe gerade mit dem Besitzer gesprochen, derselbe Händler, von dem er den geholt hat, wie der Type RA vorne. Also so klein ist die Welt, ne? Mega. RX7 FD. Meine Fresse. Super, super schön. S13, 200SX. Daneben die PS13. Alle fleißig am S-Fest gewesen. Man sieht hier einfach an der Startziel zu stehen. Das ist schon was Cooles. Also ich denke mal, da werde ich mich nächstes Jahr vielleicht auch mal dazu bewegen, hier zu stehen. Vielleicht auch beide Tage. Dann hat man auch länger was davon von dem Ticket. Aber das hat halt schon Vibe, hier so lang zu laufen und das eigene Auto hier stehen zu sehen. Ja, das ist schon richtig, richtig cool gemacht. Und hier auch was sehr Cooles. Sieht man auch nicht mehr alle Tage. Der Golf Country. Also damit mal so einen kleinen Roadtrip zu machen, durch den Dreck, da stelle ich mir auch super lustig vor. Und guckt euch an, was ein Knaller. Top Secret GTR. Ich weiß nicht genau, was alles dort gemacht wurde. Überall Top Secret Sticker und auf jeden Fall hier an der Frontstoßstange haben wir hier das Top Secret Logo eingebaut. Natürlich auch die typische goldene Lackierung, die man kennt. Auch von der Supra. Das knallt. Wirklich einfach mal so hier zwischen den ganzen, auch älteren Autos, kommt hier dieser Top Secret GTR. Boah, wie der Lack auch hier in der Sonne glänzt.
Einfach geil. So, wir kommen ans Ende des Lineups hier. Man hört, die Musik wird leiser, die Driftautos werden lauter. Den Rauch sieht man auch schon, da werden wir uns auch gleich hingehen. Boah, noch ein, zwei kurze Blicke erhaschen und ich habe auch etwas erhascht. R32 GTST in Lila. Der Spoiler sieht auch aus wie aus dem Rocket Bunny Kit, aber ich glaube, das ist irgendein entweder Custom oder irgendein anderer Hersteller. Ja, allgemein immer mehr lederne Autos hier. Ne? Da drüben steht auch der Passat. M4-Dealer haben wir auch schon gesehen, aber ja. Ist halt auch eine Farbe, die einfach geil ist. Also ich habe auch schon den einen oder anderen Plan gehabt, mir ein lilas Auto zu machen. Und ihr seht genau, wo ich hinlaufe. Nämlich zum LS400. Wie er da schön drin steht, in der Starterbox. Auch dieses Bicolor. Das passt einfach super. Habe ich auch schon auf dem ein oder anderen Tuning-Treffen getroffen. Super cooler Typ, der Besitzer. Ja, natürlich mit Airride. Fettes Bodykit. V8-Motor, also das Kennzeichen. Super stimmig. Die UZ3, das sind ja die V8-Motoren von Toyota. Boah. Da gehen wir jetzt hin. Noch ein letztes Highlight hier erhascht. Eine weitere Supra MK4. Schön im 2JZ hier, lila Akzente, I love it. Gehört dazu. Hier noch ein NC. Enkei RPF 1, also mit die leichtesten Felgen, die du fahren kannst. Haben wir hier auch Michelin Vollslicks und ein Komplettkäfig. Super cool, also Straße zugelassen, mit den Slicks natürlich nicht, aber ansonsten leergeräumt, also das Ding geht auf jeden Fall sehr gut, denke ich mal. Mega. Boah, was eine Optik auch hier mit den ganzen JDMs. Ja, da waren hier heute einige Leckerchen dabei. Alpina B3. Und aus dem Augenwinkel noch entdeckt, da haben wir eine S15 Spec Air. Das Auto ist schon stock, finde ich super. Da muss echt nicht mehr viel dran gemacht werden. 200 SX S13. Boah, mit den 33er GT Anismo Felgen. Das Midnight Purple sieht auch aus wie vom R33. Müsste die Farbe sein. Boah. Mann. Auch sehr cooles Badge. Sieht schon sehr, sehr solide aus. Boah, wie gesagt, die S13 lila. Träumchen. Für die Fast and Furious Vibes. Hier auch das Eclipse Cabrio. Boah, sieht man auch nicht oft, aber also ich finde es mega. Und ich glaube, wäre das Auto auch Heckantrieb gewesen und nicht Frontantrieb, dann hätte da auch viel mehr Anklang gefunden. Schöne Recaro Ledersitze. Hallo. Oh, da fährt er weg. Perfekter V8 zum durch die Gegend bollern.
wir noch ein 204 T-Modell C63 AMG. Das ist ja so mit der most badass Kombi, den man fahren kann. Der schöne V8-Sauger, wie man ihn kennt von C63. Also der ultimative Pampers-Bomber. 300 ZX, Z32, super cooler mit dem japanischen Kennzeichen. Ist ja ein richtiger Trend geworden, sich die auf eBay zu kaufen oder so. Aber da steckt ja auch ein richtiges System hinter den Zahlen und den Zeichen. Schöner gepflegter Rechtslenker, ne? Gab es ja auch als Linkslenker. Sind ja auch nach Europa gekommen, die Fahrzeuge, aber ja. Auch sehr, sehr cool. Hier eine Celica GT4. In Weiß auch für mich die perfekte Farbe. Mega. Aber jetzt ein kurzes Highlight, der CTSV Wagon. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht in Deutschland gesehen. Ja. Weißt du, was der an Leistung hat? 560, sowas? Ich weiß es nicht. Boah. Als Wagon, schöner V8-Sauger. Und da habe ich geparkt, neben einem STI. So, das war das Drehmomenttreffen hier am Hockenheimring. Geht noch bis 18 Uhr. Morgen ist auch noch ein weiterer Tag. Ich werde mich aber schon mal verabschieden. Coole Autos gesehen, nette Gespräche geführt. Was immer mehr. Von daher, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.